Bierpyros. Heute gibt es mal eine kleine bunte Cut-1-Mischung. Ich habe mir mal hier ein paar Sachen rausgesucht. Wir haben hier Starkids von Feistel, Panda Feuerkreisel, Crystal Fontaine, hier schöne alte Moog Feuerringe. So, nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Wo war ich stehen geblieben? Hier haben wir zum Beispiel den EVP Feuerkreisel, die ich erst bekommen habe. Sieht man das? Nee. Gut, dann haben wir hier Nigo Silberkreisel, Lörbel. Auch schon etwas älter. Was ist denn mit deiner Funzel? Das ist die Lichtautomatik, ey. Dann haben wir Fahrradblaster von Nigo und Feenkanz. Ah, genau. Ein Pyrrad. So. Genau, ein Pyrrad. So, der Pyrofuchs sucht sich jetzt mal was aus. Also, damit wir das mal alles ordentlich gediegen beginnen können, nehme ich mir einen Artikel. Und zwar die Horrorblaster. Die können nicht hängen bleiben oder sonstiges. Und die können mehr zucken gehen. Genau. Horrorblaster von Nico. Kann man die in der Hand halten? Warten. Sicher? Mach doch einfach. Probier die Pyrofuchs. Na echt sehr gute Teile, muss man sagen, im Vergleich zu dem neuen Zeug. Auf jeden Fall schönes Göttling. Was machen wir damit, wenn wir es nicht mehr brauchen? Wir geben es unserem Haustier. Die Maske, Alter. So, weiter geht's. Damit das ja nicht alleine machen. Was möchtet ihr denn erzählen? Denn die Community ist immer gefragt. Ich wäre mal für einen Kreisel. Für einen Kreisel? Mhm. Welchen? Den. EVP fliegende Feuerringe. Ja. So sehen die aus. Eigentlich ist was anderes. Denkt man zumindest. Sollen ja aber fliegen. Na, da gehen wir das Ganze mal hin. Leicht abgehoben. Hashtag. So, ich würde sagen, sind wir noch ein, oder? Ja. Ja. Gehen gut ab, die Teile. So, weiter geht's. Pyrofuchs, was sagst du? Das ist doch dein Video. Entscheide doch, was du sehen willst. Du bist der Zünder. Achso. Ja, komm, wir lehnen jetzt mal ein bisschen. Ja, komm. Hier kommt gleich ein Moped vorbei, gebraust. Ja. Jetzt aber. Oh, was wollen wir denn zünden? Nehmen doch mal die Crystal Fontaine. Crystal Fontaine. Umgelabelt heißen sie? Bottle the Bottles. Vielleicht auch darunter bekannt. Nehmen wir mal zwei. Hey. Und zünden die einfach mal. Sehr schön. Ein Crackling-Highlight, schlechthin. So, jetzt noch den zweiten. Als zwei Cracklingstürme geben. Nee.
Vielleicht sind ja die heutelte Beutels besser. Schreibt es ja gerne in die Kommentare. Über Kommentare freuen wir uns immer wieder. Was wollen wir denn jetzt nehmen? So, nehmen wir mal hier die Silberkreise von Nico. Silberwirbel? Was ist denn das im Kreis? Achso. Ja. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Ja, schön im Tütchen wieder. Mit unserem Pulver, was Feuchtigkeit entziehen sollte. Leider war der Boden nicht schlecht. Oder so krass gesagt, die sind schlecht. Gut, was haben wir denn jetzt noch? Das haben wir, das haben wir. Feuerkreise, Feuerringe, Feentanz. Ja. Nehmen wir mal die Feentanz. Oh, die sehen doch aus wie die Pyrofee, oder? Ja. Sehen nicht viel anders aus. Ja, anderes ja, Design. Aber na ja, beste Verarbeitung leider auch nicht. So, Pyrofuchs. Hast du noch Lust, oder ne? Ja, klar. Wirklich. Sollen wir den mal zünden? So. Nehmen wir mal. Komm, nehmen wir die Strobes. Die Strobes? Sind das die alten oder die neuen? Das ist leider die neue Chance. Achso, dann kann man ja stehen bleiben. Machen wir mal eins. Das wollen wir euch gar nicht so antun. Ja, kannst du mal schmeißen. Schmeißen? Okay. Das kann ich nämlich sehr gut. Ich bin nämlich der Profi-Raketenwerfer. Alles, was ich werfe, kommt nämlich zurück. Ufer. Ja, schlecht. Fazit, schlecht. Brauchen wir nicht. Leider. So, nehmen wir mal über den Kreisel, würde ich sagen. Gucken wir mal hier die Panda-Feuerkreisel. Sind das auch die guten? Ja, ohne Pappe. Oh ja, das sieht vielversprechend aus. Kannst du mal weichen und den Rosamann nehmen. Gleichzeitig oder im Vergleich? Ja, dann mach gleichzeitig. Okay. Das ist krass, Aktion. Oh. Einer aus. Hey, alter Juli. Ja, die sind richtig stark. Die sind flott. Hätte ich nicht gedacht. So, dann machen wir weiter. Nehmen wir mal die Storkits. Und Kreisel. Also vor 25 Jahren, wo ich noch jung war, wenn ich das hatte, war ich ein Star. Muck Nico hat natürlich sehr gute Arbeit geleistet. Man sieht die Top-Verarbeitung. Kann man echt nicht sagen. Ich hoffe, die Affekt ist immer noch so gut wie damals. Die genießen wir. Schön. Wenn man bedenkt, für wie wenig Geld die angeboten werden, top. Hol ich mal irgendwo. Ja, schöner Teil auf jeden Fall.
So, was bleibt jetzt noch übrig? Von Moog Nico. Die guten Feuerringe mit grauer Lunte. Das ist mir bloß ein. Da sind wir jetzt mal sehr, sehr geizig. Ach komm, nimm zwei. Nimm zwei? Ein Kaubonbon? Gerne. Ja. Frische Schlange, die graue Lunte. Also die sehen doch noch echt zum Anbeißen aus, oder nicht? Ja. Richtig geile Funkenflug. Also in meiner Kindheit hatte ich die sehr genossen. Denn was man den Leuten heutzutage bietet, ist leider nicht gut. Also wenn ihr an die Teile rankommt, klare Kaufempfehlung. Würde ich sagen, freut euch auf den zweiten Teil dort hinten, Effekt Zweiwerk mit einem Goldregen. Gleich am Zinseln. Gut, reicht auch. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video und schaltet auf jeden Fall wieder herein. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Video.